Fahrrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru. An den Klassenerhalt verschwendet man in Degerloch schon einige Wochen keine Gedanken mehr. Zu weit sind die Blauen den Abstiegsrängen enteilt, dennoch liegt der letzte Sieg jetzt 5 Spiele zurück, zuletzt beim glücklichen 1:0-Sieg in Regensburg. Höchste Zeit also beim Flutlichtspiel am Freitagabend wieder den nächsten Dreier zu verbuchen. Zu Gast waren die Tabellenschlusslichter vom 1. FC Saarbrücken. Zurück in die Startelf brachte Horst Steffen Elia Soriano für Marco Calamita. Marc-Patrick Redl stand auch wieder zwischen dem Pfosten und war heiß, sich wieder zu beweisen. Die Saarländer in der 10. Minute mit einem Einwurf. Philipp Hoffmann zieht in die Mitte, passt auf Raphael Korte, der das Tor nur knapp verpasst. 5 Minuten später wieder der FCS-Flanke von Hoffmann auf die rechte Seite. Wieder ist Korte am Ball. Raphael Korte mit dem Versuch über Kickers-Keeper Marc-Patrick Redl zu lupfen. Der Schlussmann aber noch mit den Fingerspitzen am Ball. Gute weitere 9 Minuten gespielt. Dieser Brückner weiter an Drücker. Steilpass auf Hoffmann. Nick Finell versucht, seinen Gegenspieler in Schach zu halten. Hoffmann kann sich befreien, bringt den Ball in die Mitte. Manuel Zeitz. Zeitz mit dem Schuss scheitert hier aber am goldrichtig stehenden Degerlocher Marc Stein. Der FCS setzt die Kickers weiter unter Druck. Langer Abschlag von Torwart der Gäste direkt vor die Füße von Raphael Korte. Der probiert es nochmal mit der Innenseite, schiebt den Ball allerdings nur am linken Pfosten vorbei. 2 Minuten nach Anpfiff zur 2. Halbzeit dann diese Szene. Schöner Doppelpass der Kickers, Flanke in den 16er. Dort lauert Finell. Mit dem Kopf aber der Captain Timo Ochs ist sofort zur Stelle. Endlich spielen die Jungs aus Degerloch motivierter. Der Ball kommt über rechts, per Kopf weitergeleitet auf Elia Soriano. Der zieht ab. Leider rollt die Kugel am linken Pfosten vorbei. Schade, und so bleibt es weiterhin bei 0:0. In der 67. Minute Flanke vom FCS direkt ins Getümmel. Der Ball findet den Kopf von Kevin Pezzoni, der probiert's mit einem Flugkopfball, kann sich aber nicht gegen Schlussmann Marc-Patrick Redl behaupten, der bisher eine Superleistung erbracht hatte. 8 Minuten später, der Ball verspringt genau zum Gegenspieler. Die Saarländer nutzen die Chance zum Konter. Marcel Ziemer im direkten Duell mit Marc-Patrick Redl. Und auch hier kann sich der Ersatztorwart wieder einmal behaupten. Klasse Einsatz. Erneute Flanke in der 87. Spielminute Richtung Tor der Kickers. Marcel Ziemer probiert es noch einmal mit dem Kopf. Der Ball tropft ab, ist noch heiß. Aber Marc Stein ist mit vollem Körpereinsatz dabei und hält den Kasten sauber. Die letzten Sekunden waren angebrochen. Die Blauen mit einer Ecke, ausgeführt vom Captain Vincenzo Marchese. Das Leder landet direkt auf dem Fuß vom frisch eingewechselten Marco Calamita. Der schiebt ein, direkt ins Eckige. Das ist der heiß ersehnte 1:0 Führungstreffer für die Jungs aus Degerloch in der 90. Spielminute. Was für ein Lucky Punch, trotzdem tolle Aktion der Blauen. 46 Punkte haben die Blauen damit jetzt auf dem Konto und Horst Steffen und seine Jungs haben noch eine kleine Chance auf den 4. Platz, der für die erste Runde des DFB-Pokal berechtigen würde. Die Hintertür für den DFB-Pokal können die Kickers am kommenden Mittwoch beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen Sonnenhof Groß Asbach aufstoßen. Drücken wir hierfür die Daumen. Allrad. Stich. Elektrische Heckklappe. Stich. Garantie. 5 Jahre. Haha, Forester. Der neue Subaru Forester. Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer. Zuverlässigkeit, die Spaß macht. Subaru.